Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Randoms zum Format Team Tiny Randoms. Eure Fragen, unsere Antworten. Hier das Initialvideo dazu mit dem originalen Hashtag. Und zwar, David E. schrieb unter anderem in seinem Kommentar: Da ich mir da selbst nie zu 100% sicher bin, würde ich es super finden, wenn du ein Video zum Befeuchten der Terrarien machen würdest. Wie oft befeuchtet man die Terrarien? Welche Technik zum Befeuchten bevorzugst du? Gibt es da Pro und Contra an verschiedenen Methoden? Wie bekomme und messe ich die richtige Luftfeuchtigkeit? Wie verhindere ich Staunässe? Im Endeffekt ist das ja ganz einfach. Es darf nicht zu feucht sein und es darf nicht zu trocken sein. Naja gut, okay. Ein bisschen mehr steckt schon dahinter, aber wie immer, eins nach dem anderen. So, es geht um das Thema Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit ist eines der Top-Themen in der Terroristik. Eigentlich ist es immer ein Dreigespann, worum es dabei geht, weil ein Wert alleine reicht oftmals nicht aus. Denn eins passiert ja ganz, ganz logischerweise immer als allererstes. Wenn man sich ein exotisches Tier ins Haus holt, in ein Terrarium setzt und pflegen möchte, dann beschäftigt man sich ja immer grundsätzlich als allererstes mit der Temperatur. Wie bekomme ich die Temperatur da rein und wo muss die Temperatur hin? Muss ich von der Seite, von oben, von unten kommen oder was auch immer? Der zweite Punkt ist immer die Feuchtigkeit. Spätestens dann, besonders auch bei Schlangenhaltern, wenn das Tier sich nicht richtig häutet oder so, schaut man immer als allererstes auf die Luftfeuchtigkeit, logischerweise und vollkommen richtig. Bei den Spinnen ist es genauso, wo man sich Gedanken macht, weil der besondere Moment bei einer Vogelspinne in Bezug auf die Häutung ist natürlich dann auch so, dass eine grundsätzliche Feuchtigkeit drin ist, weil ansonsten kann es sein, dass es Komplikationen gibt, Beine deformiert sind, die Spinne festhängt oder irgendwas kann auf jeden Fall passieren. Grundsätzlich reichen diese beiden Parameter aber nicht aus, um wirklich artgerechte Haltung zu ermöglichen oder da zumindest die klimatischen Bedingungen herbeizuführen. Denn ein Parameter ist auch ganz, ganz wichtig dabei und das ist die Belüftung. Die Belüftung ist dann zum Schluss das A und O. Also wir brauchen als allererstes immer die Temperatur, dann brauchen wir die Feuchtigkeit, die Luftfeuchte und die Belüftung. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Die Temperatur haben wir. Da wissen wir mittlerweile mit Heatpanels und Heizmatten und Heizung aufdrehen, Räumlichkeiten beheizen und was nicht alles, wie wir das machen. Das brauchen wir uns nicht mehr anschauen. Gucken wir doch einfach mal auf die Feuchtigkeit, auf die Luftfeuchtigkeit oder auch umgangssprachlich Luftfeuchte genannt. Und was ist denn überhaupt diese Luftfeuchtigkeit? So, und wenn wir uns diese Feuchtigkeit einfach mal anschauen, dann unterscheiden wir in der absoluten Feuchtigkeit und in der relativen Luftfeuchtigkeit. In der absoluten Feuchtigkeit wird gemessen, wie viel Wasserdampf in der Luft ist. Und zwar wird da gemessen in Gramm pro Liter. Das heißt, wie viel Gramm Feuchtigkeit sind auf einem Liter Luft. Und zwar ist es bei der Luft so, umso wärmer sie ist, umso mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Also umso höher kann der Wert dieser Feuchtigkeit sein. Die relative Luftfeuchtigkeit zeigt auf, mit welchem Anteil von Wasserdampf die Luft in Prozent bereits gesättigt ist. Das heißt, in Prozent gibt es ja nur 100% und die Wasserdampfkapazität bei der relativen Luftfeuchtigkeit kann maximal 100% betragen. Was passiert denn aber ab diesen 100%, wenn man bei 95% ist und macht es dann nochmal richtig nass im Terrarium bei einer schönen knackigen Temperatur? Dann kann es ja nicht auf 120% gehen. Dann passiert nämlich Folgendes. Die Wasserdampfkapazität ist erfüllt mit 100%. Gebe ich dann noch Wasser hinzu, passiert nämlich Folgendes. Es wird neblig, es entsteht Kondenswasser an der Scheibe oder draußen fängt es an zu regnen. Das ist es. Also wenn die Wasserdampfkapazität völlig erfüllt ist, bei 100% liegt und es wird noch feuchter, dann ist die Kapazität überschritten. Es fängt an zu regnen draußen, es regnet, es wird feucht. In der Sauna zum Beispiel ist so, viele sagen, boah, da schwitzt man so schnell. Da ist ja als allererstes, dass sich diese Luftfeuchtigkeit, wo diese Wasserdampfkapazität bereits quasi, ja, ausgeschöpft ist, sich die Feuchtigkeit auch überall absetzt. Man ist ja innerhalb kürzester Zeit in einer Sauna klitschnass. Und das ist in den tropischen Wäldern genauso.
wenn man sieht, die Leute, die landen da irgendwie im Dschungelcamp oder sonst was innerhalb von einer Stunde gleich, zack, hier so eine Pappe da drin oder irgendwie alle sind plötzlich nass und so. Das ist ja meistens einmal, dass man durch diese hohen Temperaturen schwitzt, aber tatsächlich auch durch diese Wasserdampfkapazität, durch diesen Nebel, diese Feuchtigkeit, die da drin steht, ja, das legt sich überall ab, auch auf der Haut überall und das ist dann quasi das. Also wir können nur bis 100% gehen. Und wenn, das heißt, wir sprechen jetzt heute generell darüber, über die relative Luftfeuchtigkeit. Die absolute Luftfeuchtigkeit interessiert uns hier in unserem Fall zum Beispiel überhaupt nicht. Die meistgestellteste Frage zum Thema Feuchtigkeit in der Terraristik ist, dass jemand fragt: Hey, sag mal, wie oft muss denn jetzt mein Tier eigentlich quasi angesprüht, gegossen, befeuchtet werden? Darauf gibt es keine Antwort. Denn jedes Tier hat einen unterschiedlichen Anspruch an klimatischen Bedingungen und somit auch an die Feuchtigkeit. Und das Terrarium ist ja auch unterschiedlich. Also habe ich jetzt ein Terrarium, was eine wirklich super Belüftung hat, wahrscheinlich noch mit so einer kleinen Umwälzanlage, mit einem PC-Lüfter drin oder sowas, oder habe ich ein Terrarium, was quasi nur eine einseitige Frontbelüftung hat und gar keinen Kamineffekt bietet? Also es gibt tausend verschiedene Varianten zu den Tieren, zu den Habitaten, Herkunftsgebieten, Verbreitungsgebieten und dann nochmal der eigentlichen Terrarientechnik. Ich möchte euch aber anhand eines Beispiels aus meinen ersten Gehversuchen in der Terraristik mit besonders im Bereich Vogelspinnen eine kleine Anekdote erzählen. Denn ich habe früher regelmäßig Avicularia versicolor, Avicularia hieß sie früher, heute heißt sie Caribena versicolor nach einer Revision, umgelegt. Was ist passiert? Ich habe mir Literatur gekauft, es war ein Buch und habe gelesen, boah, Avicularia versicolor, die ist sehr schön, die möchte ich gerne haben. Und bin dann dahergegangen, habe mir dieses Tier besorgt, habe dann gesehen, alles klar, Luftfeuchtigkeit 85%. Habe gesagt, okay, das kriegst du hin, hast hier so einen Pumpsprüher und sprühe da regelmäßig rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Tier war innerhalb von ein, zwei Wochen lag das tot am Boden. Dachte ich, naja, Mist. Hab mir die nächste besorgt. Ja, kann ja immer so sein. Natürliche Selektion, Ausfälle gibt es immer. Und das ging dann immer so weiter und immer so weiter. Und ich habe mich gefragt, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, und habe dann diese Tiere umgelegt, einfach weil ich sie falsch gehalten habe. Bin dann irgendwann quasi ziemlich schnell ja an meinen Mentor gekommen und habe ihm davon erzählt. Ich habe ja natürlich irgendwann erstmal aufgehört, mir diese Tiere anzuschaffen, weil gänzlich habe ich irgendwas falsch gemacht und es gab auch keine großen Kontakte. Und dann habe ich meinen ziemlich alsbald meinen Mentor kennengelernt. Schöne Grüße an Micha, falls du das siehst. Und habe ihm davon erzählt, habe gesagt, du Avicularia, er hatte Nachtzuchten. Er hat gesagt, hier Mensch, willst du ja eine mitnehmen? Ich sage, nee, du, damit tu mir hier keinen Gefallen, wenn ich die jetzt mitnehme. Also die Heimfahrt wird wahrscheinlich das Beste passieren oder das Beste für sie sein, was sie noch erleben wird, ja, der Transport nach Hause. Und dann kamen wir natürlich ins Gespräch und er sagt, die hast du zu feucht gehalten. Nein, Michi, habe ich nicht. Im Buch steht doch 85%. Und ich habe da wirklich täglich reingesprüht, teilweise mehrmals im Sommer oder wie auch immer, um diese 85% zu halten. Da hat er gesagt, das kannst du aber nicht machen. Da steht da drin und im Habitat sind sicherlich auch 85%, aber in deinem Terrarium reicht sicherlich die Belüftung nicht aus. Mach mal Folgendes, du nimmst jetzt ein Tier mit und hältst die in deinem Terrarium oder in deiner Aufzuchtbox und hältst die trocken. Packst da eine schöne Wasserschale rein, auch eine vom Durchmesser vielleicht etwas größere. Und sie wird sich ein Netz bauen binnen weniger Tage. Und in dieses Netz gibst du so alle 10 Tage, 12, 14 Tage mit einer Pipette oder einer Spritzflasche ein paar Tropfen Wasser. Dieses Tier wurde etwas über 15 Jahre alt. Plötzlich. Bäm. Und diese doch sehr unschöne Situation mit diesem Tier und diesen Tieren, die ich einfach umgelegt habe, weil ich einfach keine Ahnung hatte, hat mir auf jeden Fall den richtigen Knackmoment in der Terraristik gebracht, um dieses Thema Luftfeuchtigkeit einfach mal neu zu beäugen. Denn Luftfeuchtigkeit, die relative Luftfeuchtigkeit, ist nicht einfach ein Wert, den ich irgendwo ablese, ein Hygrometer irgendwo hinpflanze und zusehe, dass der Zeiger immer irgendwie im Bereich, in meinem Beispiel jetzt bei diesen 85% steht. Das funktioniert nicht und das tut den Tieren sicherlich im Zweifel auch im Einzelfall immer nicht gut und bezahlt es letztendlich vielleicht auch mal bei mir mit dem Leben. Ich habe ja letztens ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich bei der Spiderling-Aufzucht eher Team Heimchendose bin anstatt Fotodose. Warum?
weil man hier auf viel engerem Raum mit einer Feuchtigkeit viel mehr falsch machen kann als hier zum Beispiel. Da habe ich auch im Video erklärt, Link hattet ihr wie gesagt hier oben oder in der Infobox verlinke ich das auch, feuchte ich das hier zu einem Viertel an. Das heißt, hier entsteht eine angenehme Feuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit in dieser Heimchenbox und die Spinne kann für sich entscheiden, wo sie hin möchte. In einer Fotodose ist das nicht ganz so einfach, da muss ich deutlich weniger Wasser natürlich benutzen, weil wenn ich da einfach zu viel benutze und denke mir so, das Wasser wird gar nicht aufgesogen, ich mache mal ein bisschen mehr rein, dann steht es plötzlich hier unten drin. Der Boden saugt sich voll und es ist dann so, dass quasi diese Spinne im Matsch steht. Und das ist einfach auch super schlecht. Dann haben wir hier oben noch, hier sind jetzt, ja, es sind glaube hier drei Löcher. Ja, das vierte ging nicht durch, drei Löcher. Das ist zu wenig, um wirklich eine Staunässe einfach auch zu verhindern. So, und wieso steht jetzt plötzlich in diesem Buch da 85% relative Luftfeuchte bei Avicularia, heute Caribena versicolor? Das ist doch völlig erstunken und erlogen. Nee, ist es nicht. Denn 85% ist die relative Luftfeuchte in dem Habitat. Jetzt muss man sich aber vorstellen, man steht da draußen und wir haben, das heißt, die Sättigung in der Luft hat einen Wert von 85% erreicht. Das heißt, würden wir da jetzt noch 15% draufgeben, wäre Oberkante, Unterlippe, würde es noch feuchter werden, würde es regnen. Würde. So, jetzt ist es aber so, dass ich gesagt habe, okay, aber Micha, wie kann das denn sein, dass diese Tiere tatsächlich bei mir bei 85% Luftfeuchte im Terrarium vom Ast fallen, Schimmelpilz plötzlich in den Atemwegen haben und verenden, nicht mal die Beine untergezogen haben. Das heißt, völliges Anzeichen, dass dieses Tier nicht dehydriert ist. Und in der freien Natur kommen sie damit zurecht. Ja, ist doch ganz klar. Staunässe. Staunässe ist die absolute Todesgefahr für viele Terrariumtiere, insbesondere auch für Spinnen. Also ist das Ganze so. Die Spinne sitzt im Baum, im Wipfel, auf dem Ast irgendwo und da draußen ist ein Wind. Es ist ja meistens nie so richtig windstill, es geht immer ein leichtes Lüftchen. Und da ist es so, dass wir dieses Schema gar nicht im Terrarium haben, sondern wir haben unsere Frontbelüftung, wir haben unsere hintere Belüftung und wenn überhaupt, ansonsten kann man so ein bisschen die Scheibe abnehmen, man kann so ein bisschen mit dem Terrarium spielen, mit den Gegebenheiten, dass wir da ein bisschen diesen Kamineffekt reinbekommen, weil der ist zum Beispiel in diesem Beispiel von mir jetzt total wichtig gewesen. Den hatte ich aber nicht. Ich habe diese 85% Luftfeuchte da reingebracht und habe dann noch gesagt, na gut, die 90-95% wird ja eh dann wieder weniger, ne? Also so, dass man bei den 85 plus minus 10% ist. Und das war, wie gesagt, der Todbringer, weil ich einfach diesen Unterschied nicht herbeiführen konnte, dass dieses Tier wirklich gut leben konnte, weil es wirklich im eigenen Saft stand. Während dieses Tier dann oben im Baum sitzt und quasi am Tanzen ist im Geäst vom Wind, ja, ist es ja in bester Belüftung bei dieser Luftfeuchtigkeit. Also was müssen wir machen, wenn wir zu wenig Belüftung haben, müssen wir auch mit der Feuchtigkeit sehr sorgsam umgehen oder an der Belüftung schrauben. Das ist einfach das A und O bei dieser ganzen Geschichte. Hätte ich damals vorher das gewusst und hätte gesagt, wow, alles klar, ich habe zum Beispiel meine Avicularia oder Caribena in dem Fall trocken gehalten, also ich habe es gemacht wie bei den bodenbewohnenden Tieren, ich habe den Napf genommen, habe den etwas überlaufen lassen, dass das Substrat um den Napf herum quasi einen leicht feuchten Rand hat und habe dann wie gesagt oben im Netz alle 10 Tage, 14 Tage ein paar Tropfen mit der Spritzflasche oder Pipette eingegeben und ich konnte auch beobachten, wie das Tier trinkt. Ja, das Netz nimmt ja die Flüssigkeit nicht auf, sondern kullert dann so runter ins Netz. Die Spinne sieht das, guckt, was ist das, fängt an zu trinken. Ist eine super Sache, kann man nur empfehlen. Empfehle ich euch auf jeden Fall auch. So, welche Gerätschaft nutze ich quasi zum Befeuchten von meinen Vogelspinnen oder generell von meinen Terrarien? Das kleinste Modell ist diese Spritzflasche hier, hatte ich auch in diesem Video aufgezeigt, benutze ich dafür, um wirklich mit einem kleinen Strahl, konntet ihr das sehen? Ich hoffe ja, gerade bei so Fotodosen oder auch bei Heimchendosen damit vorsichtig umgehe, vorgehe.
Seht ihr auch ab und zu meine Videos jetzt, wo ich zum Beispiel, was passiert nach dem Unboxing von A bis Z, Link hier oben, da sieht man das auch, dass ich das wirklich benutze. Oder in den Streams, wenn ich mit euch zusammensitze und irgendwas mal fummle, werdet ihr diese Spritzflasche hier irgendwie 500 Jahre, ist sie schon alt, mindestens, nein, Spaß beiseite, also habe ich schon sehr lange, ist so quasi mein täglicher Begleiter. Auch wenn ich jetzt an die großen Terrarien gehe, schraube ich auf und kippe es dann so da rein, weil die Näpfe hier in den Glasterrarien zum Beispiel alle vorne angesiedelt sind. Da muss ich dann nicht mit einer Gießkanne umhereiern. Die nächste Variante ist quasi diese kleine Gießkanne und diese kleine Gießkanne nutze ich, um solche Boxen hier anzufeuchten. Da ist eigentlich gar nicht irgendwie groß vonnöten, dass man da vorsichtig mit umgeht. Es ist einfach nur, diese hier hat einen kurzen Hals. Das heißt, ich kann dann gezielt ganz langsam in diesen Napf das Wasser einlaufen lassen. Und während ich das da einlaufen lasse, ist es so, dass ich es etwas überlaufen lasse und dann hat sich das Thema quasi schon erledigt. Nächste Modell ist dann die etwas größere Version, passt gar nicht mehr richtig ins Bild. Der ein oder andere kennt das auch aus meinen Videos. Zum Beispiel habe ich hier auch die Nematoden mit angereicht, glaube ich zumindest, mich zu erinnern. Und dieses Modell hier hat einen sehr langen Hals quasi, ne? Damit kann man auch zum Beispiel hier in diese Terrarien bei Pflanzen, die weiter hinten angesiedelt sind, hergehen und kann sie gießen. Das ist so quasi, was ich dann auch benutze, hat ein höheres Füllmaß, muss weniger laufen. Die letzte und größte Variante, die ich tatsächlich benutze, um Terrarien anzufeuchten, ist quasi dieses Gerät hier. Ja, das ist eine Sprühflasche. Ich sprühe aber eigentlich nicht, sondern ich mache Folgendes. Ich nehme diese Sprühflasche und pumpe da Wasserdruck drauf und habe dann diese Düse hier. Und mit dieser Düse gehe ich unten an die Pflanzen, drücke sie in die Pflanze rein und drücke dann und gieße so quasi die Pflanzen. Der Vorteil ist, dass ich in diese Terrarien sehr weit hineinkomme und sehr zielgerichtet Wasser anlegen kann. Dauert etwas länger als eine Gießkanne. In der Gießkanne kommt wesentlich mehr Flüssigkeit Wasser raus. Aber hier kann ich es viel zielgerichteter und sorgsamer mit dosieren. Das ist so. Unter anderem benutze ich aber auch dieses Gerät zum Beispiel, um meinen Schmuckhornfrosch anzufeuchten, weil die brauchen tatsächlich 90%, also die mögen es einfach nass. Ja, die dicken Schmuckhornfrösche, Ceratophis ornata, habe ich zum Beispiel und Cranvelli. Ansonsten, wenn ich unten sehe, dass irgendwo eine Schlange sich häutet oder so bei den Morelias, haue ich denn da auch ab und zu mal mit rein. Aber nie direkt auf das Tier, sondern immer irgendwo, wo es sich gerade anbietet, dass man niemandem damit irgendwie zu nahe tritt. Denn eins ist auch ganz klar, sprühen muss man auch vorsichtig sein in Bezug auf die Vogelspinnen sogar insbesondere. Ja, Freunde, es gibt verschiedene Methoden. Wir haben einmal, wir haben das Sprühen, wir haben das Gießen, wir haben den Nebler und wir haben die Wasserschale. Alles hat Vor- und Nachteile. Das Sprühen bringt den Vorteil mit diesem Gerät, dass man innerhalb kürzester Zeit eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit herbeiführen kann, indem man durch dieses breite Aussprühen eine ziemlich große Fläche befeuchtet. Und wenn ich eine große Fläche befeuchte, dann wird auch viel Feuchtigkeit abgegeben. Gebe ich wenig oder wenig Fläche zum Anfeuchten frei, ich befeuchte sie nur minimalistisch in einer Ecke, wird dadurch auch Wasser absinken, wird aber viel langsamer wieder abgegeben. Das heißt, beim Sprühen haben wir den Vorteil, ich kann sehr schnell eine hohe Luftfeuchtigkeit erzielen, schlagartig. Diese hohe Luftfeuchtigkeit beim Sprühen ist aber auch wieder relativ schnell weg. Und ein weiterer Nachteil ist, dass man immer eigentlich in die Bredouille kommt, dass man die Tiere damit trifft. Also umso weiter ich natürlich weghalte, umso weiter und breit gefächerter ist natürlich der Sprühradius. Umso näher ich an den Boden gehe, umso zielgerichteter ist das. Wie zum Beispiel, wenn ich damit meine Pflanzen gieße, drücke das an die Wurzel oder und drücke dann kriegt die Spinne im gegebenenfalls überhaupt gar nichts mit. Es sei denn, es bebt etwas im Boden, es kribbelt an den Füßen oder was auch immer, was sie von diesen Vibrationen, von diesem Wasser Sprühteil oder Wasserdruck, der da rauskommt, wahrnimmt. Das kann ich aber nicht beurteilen.
Jetzt mal ein kleiner Schwenk. Es gibt aber auch Terrarientiere, die ausschließlich darüber Wasser aufnehmen. Also ich weiß zum Beispiel von einem Bekannten, dass die Mambas quasi so trinken. Er sprüht sie ganz vorsichtig, nicht mit einem harten Strahl, vorne ans Maul und die Tiere trinken. Es gibt zum Beispiel Tanjo, die Strigodame, trinkt auch so. Ich guck mal, ob ich da was habe. Ich blende es euch hier ein. Ja, also wird auch angesprüht und von diesem Wasser, was an ihr runterläuft, trinkt sie dann. Ja, super nett anzusehen. Und so hat man auch immer ein bisschen die Lage darüber, wie viel Flüssigkeit tatsächlich aufgenommen hat. Das heißt, man hat auch eine gute Kontrolle darüber. Aber zurück zu den Spinnen. Wir haben den Nebler. Die Terroristik ist ja voll mit irgendeinem Zubehörscheiß und den es da draußen gibt, wo man jetzt einfach sagt, braucht man das oder braucht man es nicht? Gibt es diese Nebler? Gibt es so einen Hersteller? Er hat so einen Schaum. Brunnenwasserfall da irgendwie und kann man unten so Nebel einbauen. Das heißt, es geht dann immer so ein bisschen Nebel so ins Terrarium. Sind die reinsten Bakterienschleudern, weil permanent diese Feuchtigkeit da unten drin und was nicht alles, das ist, man muss gucken für welches Tier, ne? Also für die Spinnen eher ungeeignet. Es gibt aber auch Menschen oder Leute, Pleger, die ich kenne von Peripoetiluteria Celuteria zum Beispiel, die morgens im Sonnenaufgang diesen Nebel so quasi ins Terrarium einfallen lassen. Dieser Nebler sitzt dann quasi nicht im Terrarium, sondern auf dem Terrarium, wo es oben offen ist und quasi dieser leichte Nebel einfallen lassen wird. Ja, fällt dann so in diesem Terrarium langsam runter für eine Stunde, 1,5 Stunden oder so und dann hört das wieder auf. Ne? Scheint den Tieren ganz gut zu gefallen, gehe ich mal von aus. Aber letztendlich halte ich von diesen Neblern überhaupt nichts, weil es ist so unkontrolliert, es ist permanent, es ist unkontrolliert und ich denke mal von der Technik her ist es auch relativ unattraktiv und ich glaube relativ teuer ist es auch noch. Diese Membranen, die gehen wohl häufiger kaputt. Ich habe sowas noch nie besessen oder benutzt. Ich kenne das nur, vielleicht kann der ein oder andere von euch mal was dazu in den Kommentaren schreiben, ob er sowas benutzt oder schon mal benutzt hat. Kommen wir zur Wasserschale. Die Wasserschale ist ja so das A und O eigentlich. Die manche benutzen es für ihre Vogelspinnen, die manchen nicht. Ich habe zum Beispiel auf jeden Fall Wasserschalen, die ich benutze, und gebe immer irgendwo eine kleine Möglichkeit der Feuchtigkeitszugabe, ohne dass ich groß gießen muss oder sonst was. Habe diese Schalen da drin. Da tummeln sich auch gerne die Springschwänze, also die suizidgefährdeten Springschwänze, die hüpfen da immer rein, sitzen dann oben auf der Wasserfläche. Und es ist so, dass ich diese Wasserschale der nehme mit diesem Brackwasser, weil auch Futtertiere reingeschmissen werden. Also ich habe hier so Spezialisten hier, die Lasedora hinter mir zum Beispiel. Da ist es so, dass dieses Tier wirklich alles da reinschmeißt. Also ich mache Wasser rein, sie schmeißt Erde rein, ich mache Wasser da rein, wenn sie gerade frisst, damit sie danach Feuchtigkeit aufnehmen kann. Sie schmeißt ihre Essensreste da rein, dann stinkt das und ich kippe es halt da so rein, nehme das grobe Zeug raus, dieses Brackwasser, weil die Springschwänze kommen und ernähren sich dann wiederum davon. Also die Wasserschale ist so quasi das einschlägigste Modell, um grundsätzlich erstmal eine Feuchtigkeit ins Terrarium zu bringen. Und ihr könnt euch einfach mal einen Spaß machen, wenn ihr eine Wasserschale nehmt, die ungefähr so einen Durchmesser hat, das sind wahrscheinlich jetzt so 5-6 cm, stellt die ins Terrarium mit einem Hygrometer und nimmt diese Schale dann irgendwann mal raus. Könnt ihr einfach mal beobachten oder schreibt auch unten in die Kommentare, welche Werte ihr da erreicht habt. Diese Kombination der Wasserschale werdet ihr von mir immer wieder hören und habt ihr auch sicherlich auch schon gehört, dass ich hier vorgehe, dass ich diese Wasserschale nehme und einfach übergieße. Das heißt, die Wasserschale läuft über, darunter und gibt dann wiederum die Feuchtigkeit ab. Ich gehe dann auch mal ein bisschen schwenk nach links oder rechts, ja, mit einem dicken Strahl in den Boden rein. Nicht so, dass es klitschnass darin ist, aber dass ein Boden immer so eine leichte Feuchtigkeit hat. Man kann sich das vom Feuchtigkeitsgrad her so vorstellen wie an so einem Bachlauf, ne? Wenn man im Sommer an irgendeinen Bachlauf kommt, dann sieht man auch bei der Erde, insofern man sie natürlich sieht oder durch die Grasnarbe, dass der Boden dunkler wird. Und genau diesen Effekt möchte ich für mich in meinen Terrarien herbeiführen, wo ich einfach auch gute Erfahrungen mitgemacht habe. Also es gibt diesen staubtrockenen Boden. Je mehr man an diesen Bach herangeht, wird der Boden dunkler. Und dann, wenn man da mal den Finger reinsteckt oder mal ein bisschen hochnimmt, in den Händen reibt, dann sieht man, dass da gar nichts mehr staubig ist, sondern eher so schön klutschig wird und so in der Richtung. Sollte man aber auch mit vorsichtig sein, damit die Spinne natürlich nicht im feuchten Nass steht. Denn das kann verschiedene Ursachen dann später haben. Holzbeine und was es da nicht alles geben kann. Das sind alles so Sachen, die wir nicht haben wollen. Gab es auch mal ein Video zu. War jetzt nicht feucht gehalten, aber Theraphosa apophysis, Amputation. Passiert. So ein Holzbein,
Feuchtigkeit spielt sicherlich eine Rolle. In meinem Fall kann ich es ausschließen, ist aber kurz danach passiert, als ich sie bekommen habe. Sah aber auch nicht feucht aus. Also keine Ahnung, was der Auslöser dafür war. So, und bei drei dieser vier Sachen, also wir haben das Sprühen, wir haben den Nebler, wir haben das Gießen, wir haben die Wasserschale. Bei dem Nebler können wir das ausschließen, was ich jetzt meine, haben das aber nach wie vor beim Sprühen, bei der Wasserschale und beim Gießen. Wir sollten nämlich höllisch darauf aufpassen, welche Temperatur diese Feuchtigkeit bzw. das Wasser hat, was wir ins Terrarium geben. Denn beim Gießen ist es so, nehme ich heißes Wasser da rein, gieße es in den Boden, werdet ihr sofort sehen, dass quasi durch diese aufsteigende feuchte Hitze, durch dieses heiße Wasser oder sehr warme Wasser, die Scheiben beschlagen. Das heißt, diese Wasserkapazität in der Luft, in der relativen Luftfeuchtigkeit, schießt auf einmal in die Höhe und kann nicht schnell genug abgebaut werden. Das heißt, schlimmste Fall wäre so, dass Schwitzwasser an den Scheiben entsteht. Das wäre dann deutlich zu viel Wasser. In der Wasserschale sollte man zu heißes Wasser auch einfach vermeiden. Warum? Weil wenn man dieses heiße Wasser da einbringt, wird man genau den gleichen Effekt haben. Dieses Wasser steht da drin, ist genauso, als wenn ihr euch Nudeln kocht, diesen Kochtopf runternehmt und irgendwo hinstellt. Dann habt ihr diesen Effekt auch. Man sieht den sowieso in der Küche häufig. Im Winter drin wird gekocht, die Töpfe, die kochen irgendwie auf Hochleistung, Gemüse, Reis, Nudeln, Kartoffeln und was nicht alles. Und plötzlich beschlägt die Scheibe. Das heißt, auch da die Wasserkapazität in der Luft ist mit der relativen Luftfeuchtigkeit irgendwann erschöpft. Und dann sieht man so, ich kenne das von meiner Oma früher, ja, die dann quasi auch am Küchenfenster immer so diese Nasen runtergelaufen sind. Das ist auch einfach das. Oder im Winter im Auto, ja. Das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht so stoßweise. Wir wollen das, wenn überhaupt, kontrolliert. Also es gibt auf jeden Fall einen Part, wo es Sinn macht, tatsächlich bei dieser Feuchtigkeit einfach daran zu orientieren, dass man warmes Wasser benutzt. Nicht heißes, sondern warmes Wasser. Tut mir einen Gefallen und probiert es vorher aus. Ist jetzt explizit sowieso nicht für die Spinnen, weil ich gieße jetzt eher und sprühe nicht. Aber ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es bei den Schlangen immer wieder Sachen gibt, wo man tatsächlich das ansprüht. Wenn ihr jetzt hier relativ warmes Wasser nehmt, 35 Grad, schön handwarm, in den Tank eingibt und pumpt da Druck drauf und sprüht raus, dann werdet ihr feststellen, dass das Wasser sehr kalt hier vorne rauskommt. Warum? Physikalisch ganz einfach zu erklären, durch diesen Sprühnebel kühlen diese Tropfen zu schnell ab und sie sind deutlich kühler. Deshalb sollte das Wasser auf jeden Fall für eure Tiere auch handwarm sein. 30 Grad, wenn es rauskommt, sollte angenehm an der Hand sein. Deswegen probiert einfach mal aus in diesem Tank, wenn ihr das bei euren Schlangen oder Reptilien macht, dass da warmes Wasser reinkommt und sprüht dann mal auf die Hand, so dass es für euch in Ordnung ist. Nicht ganz heißes Wasser, aber auch kein kühles Wasser, weil wenn ihr kaltes Wasser aus der Leitung da reinmacht und sprüht dann werdet ihr sehen, wie kalt das ist. Und bei einer Schlange oder so, wie bei der Trigodame, ja, die wird angesprüht, die kriegt einen Kälteschock. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Also das einfach mal dazu, wenn ihr so einen Drucksprüher hier benutzt. Wenn ich den allerdings zum Gießen nehme für meine Spinnen, was ich vorhin erklärt habe, wo ich an die Pflanzen gehe und dann unten quasi damit gieße, dann sehe ich auch zu, dass das Wasser kühler ist als tatsächlich eher warm. Weil sollte dieses Wasser hier vorne wärmer rauskommen als die Lufttemperatur da drin, haben wir wieder diesen Effekt, dass es diese Feuchtigkeit aufsteigt und vielleicht die Scheiben beschlagen. Also, wie wir jetzt an diese Feuchtigkeit kommen, haben wir jetzt besprochen. Es gibt verschiedene Mittel und Wege und so können wir dabei vorgehen. Wie messe ich die? Ja, ganz klassisch mit einem Hygrometer. Mit einem Hygrometer für relative Luftfeuchte, Angabe in Prozent. Ich sage bei solchen Messinstrumenten lieber mal eher 10 Euro ausgeben statt 2. Und wenn man irgendwo das nicht im Online-Shop kauft, sondern irgendwo in einem Baumarkt eures Vertrauens, werdet ihr auch Hygrometer bekommen oder in einer Zoohandlung, dann schaut mal dazwischen, ob ihr da 10 Hygrometer habt. Gibt auch in der Kombination Thermo und Hygrometer. Und schaut mal, was die so für Werte ansagen. Weil es kann sein, dass ein Hygrometer irgendwie kaputt ist. Das zeigt da an irgendwie 50% Luftfeuchtigkeit. Die anderen stehen alle bei 60. Also solltet ihr euch euer Hygrometer aussuchen nach dem Mittelmaß. Und dann kann man erstmal davon ausgehen, dass das Pi mal Daumen in etwa stimmt. Benutze ich ein Hygrometer? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also seitdem ich meine Avicularia, damals heute Caribena versicolor, umgelegt habe, benutze ich kein Hygrometer mehr. Das liegt einfach daran,
Das war ein einschlägiges Erlebnis und im Bereich der Terroristik ist oftmals weniger mehr. Das kann man pauschal sagen. Ob das die Temperatur angeht, ob das die Luftfeuchtigkeit angeht. Denn eine Spinne, die bei 27 Grad sitzt, hat wahrscheinlich eher ein Problem damit, bei permanent 32 Grad zu sitzen, anstatt bei 23 Grad zu sitzen. Und so ist es bei der Luftfeuchtigkeit auch. Die Tiere holen sich ihre Feuchtigkeit und da auch einmal Futtertiere nochmal schön irgendwie mit frischem Futter, Gurken und so weiter füttern. Die nehmen dadurch Feuchtigkeit auf und diese Feuchtigkeit in den Futtertieren, gibt es auch mal ein Video, was mache ich mit meinen Futtertieren, ist schon eines der ersten Videos. Ich verlinke es euch trotzdem oder unten in der Infobox. Ist es so, dass die Futtertiere, Heimchen, Steppengrillen, Schaben, auch Feuchtigkeit aufnehmen. Dann füttere ich sie den Spinnen und die haben automatisch übernehmen diesen Feuchtigkeitshaushalt. Win-win-Situation. Ja, zu guter Letzt, wie verhindert man diese verdammte Staunässe, die wir nicht haben wollen und die in manchen Fällen wirklich tödlich ausgehen kann? Ganz einfach, mit einer Belüftung. Es gibt verschiedene Varianten. Ihr kennt das von meinen Boxen aus den Streams oder so. Ich hole jetzt nicht nochmal eine ins Bild. Da habe ich es ausprobiert vorher mit einer Wasserschale und habe mal geguckt, wie verhält sich das? Wird es groß nass oder sowas? Nein, wird es nicht. Wie verhält sich das generell? Also, ich loche meine Dosen so, dass ich das immer oben links und rechts an der Kante loche, dass da Luftaustausch ist. Das heißt, warme Luft steigt eh nach oben und es zieht da ein bisschen Luft durch. Tanja macht das so, Video verlinke ich euch hier und in der Infobox. Zeigt er beim Bau seiner Quarantäneboxen für seine Ateris Guamigera war das damals, wie er diesen Kamineffekt herbeiführt. Ganz einfach, klassisch Terrarium, Frontbelüftung unten, hintere Belüftung oben. Das heißt, die Luft geht immer so durch und durch und durch. Und wir haben diesen Kamineffekt, das, was für jedes Feuer oder jeden Kamin auch essentiell wichtig ist, damit er wirklich auch gut funktioniert und man nicht in seinem eigenen Rauch steht und Schaden nimmt. Also rufe ich einfach euch dazu, einfach mal auf, das zu testen. Ihr habt ein Terrarium ohne Bewohner, nehmt dieses Terrarium und besorgt euch mal einen Hygrometer und spielt einfach mal damit. Spielt einfach mal damit. Oder nehmt doch mal so eine Actionbox. Und wenn ihr eine dabei schlachtet und die unbrauchbar macht, dann ist es so. Aber um dieses Thema einfach mal ohne Tiere im Terrarium auszuprobieren, um ein Gefühl zu entwickeln, nehmt einfach mal ein Terrarium, eins, was leer ist, eine Box. Das kann so eine olle Box sein vom Baumarkt oder so. Locht die mal mit so einem Lötkolben. Guckt mal, was da drin geht und guckt mal, was ihr dabei für Erfahrungen macht. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Also ich mache das auch so. Jetzt weiß ich bei den Boxen, wie viele Löcher ich brauche, in wie viele Reihen. Ja, das ist hier, habe ich 2 Reihen. Bei den 40er habe ich 3 Reihen. Bei der einen Nummer kleiner habe ich auch noch 2 Reihen, aber weniger Löcher. Und bei den ganz kleinen Dosen habe ich oben eine einzige Lochreihe mit jeweils 10 Löchern auf jeder Seite. Und das, wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, mit wie viel Feuchtigkeit und so. Man kriegt ein Gefühl dafür. Also traut euch ruhig, lasst die Tiere draußen, nehmt ein Terrarium. Und es macht auch einen Unterschied, ob dieses Terrarium gänzlich eingerichtet ist, damit meine ich erstmal grundsätzlich Substrat drin ist, oder ob ihr einfach ein leeres Terrarium habt und da eine Wasserschale reinstellt. Also, testet das, schreibt es unten in die Kommentare und lasst mal wissen, welche Erfahrung ihr dabei gemacht habt. Und macht doch auch mal einfach das heiße Wasser da rein in einer Schale, macht den Deckel zu oder die Scheibe runter und schaut doch einfach mal, wie viele Tage diese Feuchtigkeit hält und wie diese Wasserkapazität schnell ausgeschöpft ist und dieses Wasser dann an dieser Scheibe runterläuft. Ihr werdet sehen, dass das da drin wirklich eine Sauna werden kann, wenn dann noch eine hohe Temperatur dazu kommt. Ne? Halten wir auch nicht lange aus, gerade wir Europäer oder speziell Deutsche in der Sauna. Also ich, für mich ist das nichts. Während mein finnischer Freund Pete, hey Pete, stundenlang in der Sauna sitzt und immer wieder in dieses kalte Wasser springt und wieder da rein sitzt mit seiner ganzen Familie und schon mit den kleinen Kindern, bin ich nicht dafür gemacht. Ist für mich die absolute Nahtoderfahrung. Aber bis hierhin einfach mal testet, probiert aus, seid damit auf der sicheren Seite und das ist auch das A und O, wo ihr einfach ein Gefühl damit entwickeln könnt. Weil umso mehr ihr davon testet und ausprobiert, umso weniger braucht ihr nachher letztendlich dieses Thema Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer kontrollieren. Ich empfehle euch das sehr. Dieses Video ist jetzt wahrscheinlich sehr lang geworden und das Thema Luftfeuchtigkeit ist aber immer ein gänzliches Thema.
was mir immer wieder den Weg kreuzt. Und auch vielen Dank für deine Anfrage, um hier einfach mal so den Startschuss für dieses Thema zu geben. Ich bin einfach so angehalten, dass man nach wie vor lieber diese Themen einfach allumfänglich einfach mal behandeln sollte, mit welchen Möglichkeiten es gänzlich gibt, anstatt zu kurz, zu knapp und daraus resultieren wieder Fragen. Also habt Gnade mit mir, dass dieses Video wahrscheinlich auch deutlich länger ausgefallen ist, als ich mir grundlegend vorgenommen habe. Grundsätzlich sei noch zu erwähnen, es gibt neuerdings eine Discord-Gruppe. Link findet ihr unten in der Infobox, genauso wie die Facebook-Gruppe zu diesem Kanal, wo sich Zuschauer, wo ihr Zuschauer zu diesem Kanal eingeladen seid, mit anderen Zuschauern zu interagieren. Da teile ich auch meine Videos, aktuelle Geschehnisse rund um diesen Kanal werde ich teilen. Also einmal Discord, unten findet ihr den Einladungslink und einmal die Facebook-Gruppe findet ihr auch unten einmal in dieser Infobox. Also, falls ihr auch Themen habt, die ihr vielleicht mal per Videobotschaft, per Antwort bekommen wollt, benutzt diesen Hashtag Team Tiny Venoms mit einer Raute. In dem Fall war ein @-Zeichen davor, aber war für mich auch in Ordnung. Ich habe ihn trotzdem gesehen. Also mit dem Hashtag Team Tiny Venoms könnt ihr auf jeden Fall eure Fragen platzieren oder euer Thema. Ich kann nicht immer versprechen, dass es eine Videoantwort dazu kommt, weil ich mir wirklich sehr viel Zeit dafür nehme, um die Gedanken auszuspeichern. Aber ihr seid dazu angehalten, tatsächlich auf diesem Wege eure Fragen und Anliegen einfach mal zu platzieren. Manchmal kann es etwas dauern mit der Antwort, gerade wenn ich mir Zeit nehme und die möchte ich mir in dem Moment auch wirklich für so ein Thema nehmen, so wie heute, damit man wirklich mal einen Punkt hintermachen kann und dieses Video dann auch teilen kann. Also, bis hierhin, vielen, vielen Dank. Ihr bleibt wie immer bisher gesund oder bitte gesund und wir sehen uns wieder. Ahoi.